So Leute, hier in diesem Edeka-Laden wird mir jetzt nach Monaten, werde ich jetzt auch genötigt, mein Attest vorzulegen. Ja, und das lasse ich mir nicht gefallen. Die Polizei Garmisch mit dem Beamten Breitrück weigert sich jetzt hier meine Rechte umzusetzen. Ja, und jetzt werden wir hier mal den Laden noch mal darauf aufmerksam machen, dass sie sich strafbar machen. Okay. So, Dala, liebe Herrschaften, ich möchte Ihnen Folgendes mitteilen. Ich bin eine Maskenbefreite und Kranke. Ich werde hier genötigt, das mag Ihr Geschäft sein, lassen Sie mich nicht an, kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich mache jetzt eine Demo. Sie bedrohen mich mit der Blume. Schauen Sie sich das an, jetzt hat sie mich auch noch körperlich attackiert. Wo sind wir denn eigentlich? Ich habe die Polizei angerufen, die Polizei will meine Rechte hier nicht umsetzen. Ja? Man wird in Bayern heute unter Söder diskriminiert, wie der letzte Arsch behandelt, wenn man krank ist. Datenschutz ist auch zur Sau. Jeder kann hier in dem Land inzwischen machen, was er will. Und kranke Leute wie ich dürfen nicht mehr Lebensmittel einkaufen. Ich teile Ihnen jetzt hiermit mit. Nein. Ja, ich werde den Laden gleich verlassen. Ich teile Ihnen hiermit mit, dass Sie mir gegenüber diskriminierend gehandelt haben, dass Sie gegen die OBI verstoßen, dass Sie mich genötigt haben, meinen Attest vorzulegen. Ja? Und ich fühle mich hier in meinen Grundrechten und Rechten von Ihnen eingeschränkt. Sie haben gelogen, weil Sie gesagt haben, meinen Mann haben Sie gefragt und der hat gesagt, Sie dürfen einkaufen. Das stimmt nicht. Und wie bitte? Genauso denke ich, lügen Sie nicht. Zeit, dass das kommt, gell? Genau. Wollen Sie mich jetzt bedrohen oder was? Wollen Sie mich bedrohen? Ich habe ein Hausrecht. Aha, Sie kommen mir jetzt zu nah. Sie kommen mir zu nah. Ja? Gut, jetzt haben öffentliches Hausrecht. Sie dürfen mir Privates das nicht verwehren. Ist es hier. Öffentliches Hausrecht. Und gegen das verstoßen Sie jetzt. Und das hier wird weitergeleitet, ja, weil das ist eine Sauerei, was hier passiert. Das ist Diskriminierung und das lasse ich mir nicht gefallen.